Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dead Cells. Ja, tatsächlich, wir spielen aber wieder Dead Cells, wo ich ja gerade mit Baba Is You wieder weitergemacht habe. Können wir auch Dead Cells spielen und wir werden hier alle Dead Cells reintun. Und ich habe anscheinend nur zwei. LOL, ich dachte, ich hätte drei. Okay, dann müssen wir mit zwei spielen. Denn ihr müsst wissen, ab drei Bosszellen kann man anscheinend in ein neues Gebiet gehen. Und es gab jetzt auch ein neues Update in Dead Cells. Ganz, ganz nette Sachen hier, nehmen wir mal alles mit. Und in diesem Update wurde gesagt, dass ein Gegner rausgenommen worden ist. Und zwar so ein krasser Typ, der aber erst im dritten Gebiet kommt, also wenn man drei Bosszellen hat. Den haben sie rausgenommen, weil der anscheinend zu krass war und wohl zu random und alles und sich Leute beschwert haben und die den alle doof fanden. Deswegen fanden die Entwickler den auch doof und dann haben sie ihn rausgenommen und stattdessen haben sie den Charakter jetzt halt ausgetauscht durch einen anderen Charakter und diesen neuen Charakter, vielleicht sehen wir den auch irgendwann, wenn ich halt mal drei Bosszellen habe, was ich bisher noch nicht habe. Geil, ich bin gestorben, ich liebe es. Ach man. Ja, vielleicht sehen wir den, wenn ich drei Bosszellen habe, denn das ist quasi einfach nur ein Zombie, der auf Steroiden ist, so haben die den, glaube ich, bezeichnet. Also ein sehr großer Zombie, der schneller angreift, ein schneller hinterherläuft und er ist auch größer und hat eine höhere Reichweite. Oh, symmetrische Lanze ist natürlich mega gut. Ein Armbrust ist kacke eigentlich. Ich hätte gern lieber so einen Frostbogen oder sowas. Das wäre ganz toll. Wir können hier den Schlüssel mitnehmen, aber mache ich mal nicht, weil ich habe das Gefühl, dass ich mit zwei Bosszellen hier noch gar nicht so viel machen kann. Das heißt, wir nehmen das jetzt einfach mit diesen zwei Bosszellen quasi so ein bisschen als Anreiz, nochmal dieses Spiel zu lernen. Denn Ich nehme das jetzt auf, ohne tatsächlich nochmal geübt zu haben, was vielleicht nicht die beste Idee ist und vielleicht auch nicht das Beste zum Zuschauen ist, weil ich dann hier einfach die ganze Zeit verrecke. Es geht einfach genauso weiter wie im Stream damals, als ich das einmal gespielt hatte, mit zwei Bosszellen. Da ging einfach gar nichts, Leute. Eine Bosszelle war super easy, aber zwei Bosszellen, nope. Weil die sind einfach richtig assige Gegner. Ich merke aber gerade, diese Armbrust, die wir haben, ist gar nicht mal so kacke. Guck mal, die zieht den Gegner so ran. Und dann werden die halt abgeknallt mit der geilen Armbrust hier. Wow, wow! Und dann sind die alle One-Hit. Richtig gut, Leute. Gut, aber ich hoffe trotzdem noch, dass wir irgendeinen anderen Bogen bekommen. Das wäre ganz schön. Wir gehen erstmal auf Überleben. Denn Überleben ist das A und O in diesem Spiel. Denn wer nicht überlebt, der stirbt. Und wer stirbt, kann nicht weiterspielen. So ist das nun mal im Leben. Und das ist nicht gut, Leute. Au. Wir sollten vielleicht auch mal... Warte, wie setzt man die ein? So, haha. Aua. Ha, guck mal. Giftwolke. Ich wusste nicht mal, was mein Teil macht, meine Granate. Aber sie macht anscheinend Gift. Da oben sind ganz schön viele Gegner. Das Blöde ist, ab zwei Bosszellen, vielleicht sogar ab eins. Oh, guck mal, da haben wir sogar noch einen Eisbogen. Perfekt, Leute. Uns geht's richtig gut. Ab einer oder zwei Bosszellen gibt's auch überall diese unsichtbaren Gegner. Da oben seht ihr so einen Schatten von denen. Und die sind halt ultra assig. Wisst ihr, was ich mache? Ich gehe hier hoch, gehe wieder runter und vergifte die alle. Siehst du? Hier, läuft doch bei uns. Mega gut. Ah, und wir haben ja jetzt einen Eisbogen. Okay, damit muss ich erstmal wieder klarkommen, dass wir den jetzt haben. Die Waffe, die wir übrigens gerade haben, das ist die Bosswaffe von dem... Von dem Portier, glaube ich. Ne, von dem Endboss, ne? Irgendwie sowas. Und wir könnten in die Kanalisation, will ich aber ehrlich gesagt nicht. Also wenn ich mich recht entsinne, dann war das die Kanalisation, die man da rechts gehen konnte. Aber die Kanalisation ist sehr böse und vor allem, wenn man zwei Bosszellen drin hat. Ah, ich muss immer öfters meinen Bogen benutzen. Ich habe jetzt irgendwie im Kopf, dass ich immer noch... Hilfe. ...den anderen Bogen habe. Was ja gar nicht stimmt, Leute. Ja, geil, treff mich. Ich finde das gut, wenn du mich triffst. Und wir sollten sowieso so viel Zeit uns lassen, wie wir brauchen, um hier alles mitzunehmen. Damit wir hier überall diese Verbesserungen mitnehmen können. Die sind nämlich ultra wichtig. Ich bleib bei Überleben. Ich geh gerne den Überlebenspfad, Leute. Ein Multibogen. Ich muss auch dringend lernen, mit den Schilden zu arbeiten. Das wird, glaube ich, immer wichtiger, je mehr Bosszellen man drin hat, dass man... Lass mich auf jeden Fall mit. Dass man mit den Schilden arbeiten kann. Ich kann mir auch vorstellen, wow, dass man mit dem Eisbogen erstmal auch ganz klar kommt. In meinem Kopf ist es auch so, oh mein Gott, ich hasse diesen Loot hier. Dass drei Bosszellen eigentlich noch nicht so schwer sein dürfte. Oder, nee, zwei Bosszellen. Wir sind ja erst bei zwei, Leute. Denn, ohne eine Bosszelle, ultra einfach. Das schaffe ich easy peasy. Sogar ohne trainiert zu haben. Eine Bosszelle ist auch super einfach. Ja, und hier sterbe ich jetzt einfach. GG. Zwei Bosszellen ist ultra schwer. Keine Ahnung, da ist einfach... Oh. Nee, nee, nee. Oh, wenn der mich trifft, bin ich natürlich tot. Hilfe!
bei zwei Bosszellen, da ist irgendwie so ein Punkt erreicht, wo die ultra assig sind alle. Wahrscheinlich einfach, weil neue Gegner kommen. Gott, ey, wir haben gar keine Leben mehr. Und weil man sich so wenig heilen kann. Ach, man hat ja Tränke. Wieso setze ich denn meine Tränke nicht ein? LOL. Um es mit den Worten von Rezo zu sagen. Ja, LOL, ey. So, was willst du? Ach so, es gibt auch zwei neue Mutationen in dieser Beta. Wenn ihr die Beta im Spiel wollt, einfach Rechtsklick auf das Spiel machen und dann gibt es ja diesen DLC-Reiter da und da klickt ihr einfach drauf und sagt, yo, ich will die Beta spielen. Es gibt auch noch eine Alpha irgendwie, aber ich würde die Beta empfehlen, weil in der Alpha passieren häufig Sachen, dass irgendwie der Speicherstand gelöscht wird und das will, glaube ich, gerade bei Dead Cells niemand. So, was haben wir hier? Eine neue Mutation. Brutalität. Erhöht deine GP um plus 2%. Du kannst nur alle 1,2 Sekunden mit dem Siechtum infiziert werden. Ich weiß nicht, was Siechtum ist, Leute. Blitzschlag ist wahrscheinlich alles scheiße. Nahkampfwaffen sowieso. Ich finde das alles doof, Leute. Zieht alles in der Nähe an. Tolle Granate. Wurzelgranate lässt Gegner in der Nähe wie angeworfen stehen bleiben. Das klingt ganz gut eigentlich. Weil das ist leider alles nur Brutalität. Hier haben wir noch was mit Überleben. Also diese Überleben-Dinger sind wahrscheinlich besser als die anderen Sachen. Ich nehme mal den Boomerang mit, obwohl der natürlich ultra teuer ist, aber was sollen wir tun, Leute? Was sollen wir tun? So, haben wir genug Geld für irgendwas? Ja, wir können den auf jeden Fall auf Plus bringen, den hier auf Doppel-Plus und dann sind wir auch schon arm. Geil, Dankeschön dafür. Hier, ich hätte gerne noch eine Mutation und zwar die Yggdrasil-Ox-Mutation, weil die kann man leider immer nur in der ersten Ebene mitnehmen. Wir können uns nicht heilen, mega dumm. Das heißt, wir heilen uns einmal mit dem Trank, weil sonst sind wir in der Pomponade wahrscheinlich sehr schnell tot. Wir waren leider auch nicht schnell genug für die Türen. Sehr, sehr sad. Wir brauchen eine Minute mehr. Guck mal, sehr schwierig steht da sogar. Es ist tatsächlich sehr schwierig. Nun. Gut. In der Pomponade kenne ich mich auf jeden Fall sehr gut aus, weil die Pomponade habe ich, glaube ich, von den Leveln her am meisten gespielt. Nach der ersten natürlich. Nach dem ersten Level, aber Pomponade. Oh Gott. Ist schon... Okay, man sollte hier nicht so viel hin und her laufen. Das ist keine gute Idee. Warte, warte, warte. So, okay. Die einmal töten. Aber man sollte nicht so vieles hinter sich herlaufen lassen. Das ist keine wirklich gute Idee. Da drüben kann, glaube ich, nochmal immer was sein. Naja, zumindest Geld. Nehmen wir doch mal mit. Da kann auch immer mal ein Baguette sein. Ist dann schon ganz gut. Aber ich finde es immer noch schön, dass die Entwickler nach wie vor an Dead Cells arbeiten. Das zeugt von Liebe des Entwicklers. Es gibt das Spiel jetzt inzwischen auch auf der Switch, habe ich gelesen. Und das DLC kommt auch bald dafür, dieses Rise of the Giant DLC. Die sind da gerade bei. Und nochmal so als kleine Randnotiz, die Entwickler haben anscheinend 2 Millionen Mal das Spiel verkauft. Ist das nicht super toll? Ist ja nice to know, oder? Finde ich gut, dass die Entwickler damit so Erfolg haben. Und ich bin noch sehr gespannt, wie deren neues Spiel wird, auf jeden Fall. Das werde ich mir auch anschauen. Bei Fallen keine Leben verlieren, das wäre eine gute Sache. Okay. So, bisher läuft gut. Wir haben auch zwei, wie nennt man die Dinger? Traps? Weiß nicht. Ich sollte auch nicht gegen alles kämpfen, to be honest. Danke, dass du aus dem Teil rausgegangen bist, dass man dich nicht töten kann. That's very good von you. Ach ja, und ansonsten, ich bin sehr müde, Leute. Also eigentlich, ich hätte erwartet, dass ich hier öfters in den ersten Ebenen auf jeden Fall sterbe. Denn es ist, lass mich auf die Uhr gucken, 12:30. 12:30 Uhr morgens. Guck mal, könnte hier irgendwas mit unserem Kopf machen? Das sieht so aus, als wenn man da einfach hochgehen könnte. Ja, guck mal hier. Einen geilen Schlüssel können wir uns mitnehmen. Nice, ein Gärtnerschlüssel. Ich glaube, davon gibt es 3 Stück, ne? Es ist jetzt halt auch wieder mega lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ich glaube, hier unten gab es eine Tür, wo man schnell genug sein musste. Nee, aber zumindest ein Pergament. Das ist doch nett. So, wir bleiben bei Überleben. Wir sammeln auch hoffentlich noch ein paar Waffen ein, die auf Überleben gehen. Zum Beispiel einen anderen Bogen. Aber guck mal, hier können wir auch rein, weil wir 2 Bosszellen haben. Was gab's denn da nochmal? Ist das einfach nur eine extra Herausforderung? Bitte nicht wehtun. Würde ich sehr toll finden von dir. Stirbt das Viech da unten? Tötet der dieses explosive Viech da unten? Weiß ich gar nicht. Hat er gerade Leben verloren? Dieses grüne Teil da unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich hasse diese Viecher. Töten die ja nicht sonst mal One-Hit? Okay, ich bin gerade ein bisschen froh, dass wir nicht sofort gestorben sind. Diese grünen Viecher, ich hasse die. Bitte geh weg. Dumme Scheißdinger. Ohne Flachs. Ich hasse sie. Ach ja. Oh ja, es ist spät.
Ich weiß nicht, wie mein Kommentar sein wird. Vielleicht wird er richtig strange sein. Werde ich ja dann im Nachhinein sehen. Aber ich hatte mal wieder Bock auf Dead Cells. Und da ich sonst heute nichts aufgenommen hätte, geht. Ja, wird's jetzt halt so spät nochmal. Guck mal, ein paar Dinger. Cool, nett. Gibt's denn hier auch irgendwas anderes? Gab's jetzt nur diese paar Zellen hier? Okay, warte, ich heile mich einmal, sonst fühle ich mich nicht sicher. Weil sonst sind wir mit einem Hit wieder tot. Ich habe sowieso noch viel zu wenig, Videos zu Dead Cells auf meinem Kanal. Finde ich. Wie seht ihr das, Leute? Möchtet ihr mehr Dead Cells haben? Ich meine, okay, ich habe in meine Analytics geguckt. Und da hat mein erstes Dead Cells Video zu dem... Ups, nein, ich will mich nicht heilen. Zu dem neuen DLC sehr viele Aufrufe bekommen. Es hat auch sehr viele Dislikes bekommen. Das mag daran liegen, dass ich halt nur von dem DLC gesprochen habe. Aber nicht wirklich was vom DLC gezeigt habe, weil ich halt... Guck mal, die hätte ich gern. Weil ich halt nicht wirklich wusste, wie ich da irgendwo rankomme. Hat anscheinend nicht so vielen Leuten gefallen. Hey, ich komme hier gerade nicht klar. Ja, und das hat mich dazu bewegt. Ja, könntest du mal ja mal wieder machen, ne? Ist so. Zack, ist auch ein tolles Spiel. Sonst hätte ich es ja nicht 20 Stunden gespielt. Hier ist übrigens die zweite Rose. Hey, was zum Lasch das doch? So, zweiter Gärtnerschlüssel. Ich glaube, wir brauchen drei. Ich glaube, mit zwei kommt man auch schon weiter. Aber ich weiß ja, wo alle drei sind. Also warum sollte ich nicht alle drei mitnehmen? Okay. Ich mag diese grünen Viecher nicht. Okay, ja, ja, kommt mal alle her hier. So, hier, alles töten. Okay. So, haben wir doch überlebt. Alles cool, Leute. Gab's hier unten noch irgendwas Gutes? Wo ist denn diese Zeittür? Gibt's mit zwei Bosszellen vielleicht auch eine Zeittür weniger? Ich hatte, glaube ich, in Erinnerung, dass das erste nach unten Ding eigentlich auch so eine Zeittür ist. Ah, die Dinger mag ich auch, diese Schwärme. Die finde ich sehr, sehr gut. Können wir uns ja leider alles nicht leisten. Wir können es natürlich rerollen, aber das ist so teuer. Muss schon so ein bisschen aushalten, zumindest mit dem Geld. Man kann das nicht einfach für alles ausgeben. Kann hier nochmal irgendwo ein Pergament sein? Mir fehlt auch immer noch eine Fähigkeit übrigens. Ich habe schon zwei Bosse und mir fehlt trotzdem eine Fähigkeit. Das finde ich richtig strange. Okay. Da oben ist gar nichts. Also doch, da ist wahrscheinlich schon irgendwas, aber wir kommen da halt nicht hin. Dann halt nicht. Kamen wir von da rein? Nee. Ach, da war nur der Shop, ne? In dem einen Zellen-Dingsbums. Okay. Aber ich glaube, wir haben trotzdem irgendwas verpasst. Warte mal, ganz am Anfang. Nee, die Ebene ist einfach kleiner. Wo ist denn diese Zeittür? Wieso gibt's die hier nicht? Okay, sehr verwirrt, egal. Oh, hier können wir auch irgendwas mitnehmen. Ein Hokotusbogen. Nee. Nee. Was ist denn mehr wert? Der. Dann verkaufen wir den. Schön, 420 Gold für nothing. So, hier braucht man nämlich diese Schlüssel. Nummer 1, Nummer 2. Bringt uns zumindest Geld. Gib mal her hier. Und mit dem dritten Schlüssel kämen wir dann noch an dieses super tolle Schwert da drüben. Ich weiß nicht, ob das besser ist als unser Schwert. Wenn es schneller angreift als unser Schwert, dann wird es besser sein. Wo war der dritte Schlüssel? Ich glaube, dafür musste man irgendwo nach unten gehen. Ich glaube, das war am Ende des Levels. Werden wir sehen. Ich glaube aber schon. Dann müssen wir noch einmal Backtracking betreiben. Das ist aber ja kein Problem. Oh, Essen. Nice. Hier, so ein Ding. So ein Ding müssen wir irgendwo runter und dann kriegt man da, glaube ich, den dritten Schlüssel. Okay, warum gehe ich da runter? Einfach nur, damit ich meine Fähigkeiten einsetzen kann. Sehr gut. Nein, lass mich in Ruhe. Ich stirb einfach. Läuft besser als erwartet. Mal gucken, ob wir den ersten Boss besiegen. Ich vermute fast nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht wahr? Oh Gott, hier sind wieder viel zu viele Gegner. Hier, das sieht doch nach einem neuen Schlüssel aus, oder? Nee. Aber andere Sachen, wie zum Beispiel eine Infanteriegranate, die ich nicht haben will. Ach, mehr Geld. Auch nicht so schlecht. Los, kommt alle her. Ich kill euch alle. Also, naja, ich nicht, aber meine komischen Traps. Easy. Ach ja, was ist sonst so passiert? Hier kriegen wir den Schlüssel auf jeden Fall her. Ich habe mir How to Sell Trucks Online angeguckt. Aber irgendwie gibt es da nur 6 Folgen. Ich dachte eigentlich, da gibt es mehr Folgen. Habt ihr das auch schon gesehen, Leute? Das ist nämlich von dem guten Stefan Tietze. Der hat da auf jeden Fall mitgeschrieben bei der Serie. Ist eine Netflix-Serie. Und den mag ich sehr, weil ich mag das Podcast-UFO sehr mit Florentin Will und Stefan Tietze. Und der hat da halt mitgeschrieben. Und ich muss sagen, die Serie ist okay. Beziehungsweise für eine deutsche Serie sogar gut. Ich probiere mal kurz aus, wie dieses Schwert hier ist. Es ist auf jeden Fall stärker als unsere Lanze, so wie ich das sehe.
20% Schaden kann nicht durch gegnerische Angriffe unterbrochen werden. Jede zweite und dritte Treffer wird kritisch. Mhm. Landet 6 Sekunden lang kritische Treffer, wenn du mit dieser Waffe in schneller Folge 2 Gegner tötest. Plus 50% Schaden, wenn deine GP auf Maximum sind. Okay. Ich nehme mal das Breitschwert. Wie schnell greift das an? Ist auch sehr langsam, aber ich habe das Gefühl, dass das... Oh, das Breitschwert ist langsamer, oder was? Nee, ist ungefähr gleich schnell, oder? Vielleicht ist die Lanze ein bisschen schneller in den Kombos, aber... Das Breitschwert ist erstens auf Level 2, was schon mal besser ist als die Lanze. Es macht mehr Schaden, so wie es jetzt gerade ist. Und jeder zweite und dritte Treffer ist kritisch. Ich glaube, das Breitschwert ist besser. Ich glaube aber, die geben sich jetzt auch nicht so viel. Aber ich behalte mal das Breitschwert und guck, ob das vielleicht ganz gut ist für uns. Ich meine, wir haben 3 Schlüssel dafür eingesetzt. Das muss eigentlich gut sein. Oder? Wenn man Geld für etwas ausgibt, oder Schlüssel in diesem Fall, dann muss es auch gut sein. Ich habe keine Ahnung, warum ich die alle... Ich will doch gar nicht kämpfen. Wieso trigger ich die alle? Das ist so dumm von mir. Ey, sterbt. Hier, Crit und noch ein Crit. Und du eingefroren und noch ein Crit. Pow, pow. Alles töten. Ja, aber wenn ihr How to Sell Drugs Online schon gesehen habt, dann könnt ihr mir gerne sagen, wie ihr das fandet. Also für eine deutsche Serie finde ich es auf jeden Fall sehr gut. Deutsche Serien sind ja meistens nicht so toll. Auch wenn sie bei Netflix sind. Wenn man hier seinen Kopf reinschmeißt in die Stacheln, verliert man dann auch Leben? Ich denke mal schon. Ich will es nicht ausprobieren. Cool, was haben wir hier? Bestimmt irgendeine Bewährungsaufgabe, oder? Nicht? Oh, hier gibt es den dritten... Der Zelt-Tür-Dingsbums. Noch eine Doppelballiste. Finde ich gar nicht so schlecht. Dann können wir aber unsere Waffen halt nicht aufwerten. Was für unsere X-Waffe, also auf unseren Breitschwert hier, eigentlich mega gut ist. Doppelballiste sind halt auch mega gut. Also doppelte Doppelballiste, dass man 2 davon hat. Aber ich glaube, wir kriegen später sowieso nochmal eine Doppelballiste umsonst. Deswegen lassen wir die erstmal da. Schweren Herzens. So mittelschweren Herzens zumindest. Ich hab das Gefühl, wir brauchen sehr, sehr lange in diesem Part, um irgendwas hinzubekommen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Aber da ist noch so ein... Oh, ja, geil. Danke für den Damage. Ach du Kacke, ey. Das ist halt echt böse. Ich weiß auch nicht, wann wir uns einmal voll heilen können. Irgendwann können wir uns, glaube ich, nochmal voll heilen, oder? Und wir gehen... Brutalität wird uns mehr Leben geben. Und Taktik wird aber unseren Bogen und unser Doppelballiste stärker machen. Und auch unsere andere Falle. I don't know. Wir gehen einmal auf Brutalität, danach glaube ich auf Lila. Wenn uns nichts anderes angeboten wird. Also wenn wir kein Überleben angeboten bekommen, dann werden wir jetzt das nächste Mal glaube ich auf Lila gehen. Aber einmal Brutalität ist glaube ich auch nicht so schlecht. Okay. Da war ich zu gierig, Leute. Gebe ich zu. Ich hätte gedacht, ich kann den töten. Oh, was haben wir hier? Einen seltenen Wurf, Welle der Verweigerung. Okay, seltene Sachen finde ich sehr gut. Gibt's doch sehr seltene Sachen. Oh, noch eine Sache, die übrigens angepasst worden ist, sind die Elite-Kämpfer, wo ich den Typ hier gerade oben sehe. Da wurde angepasst, dass die kleinen Gegner, die mit ihm spawnen, nicht mehr allzu assig sind. Also da gab es anscheinend sehr, sehr assige Kombos. Und die wurden anscheinend auch einfacher gemacht ein bisschen. Ich weiß nicht, in welchem Maße die einfacher gemacht worden sind. Aber anscheinend ein bisschen. Können wir hier unten irgendwas machen? Da brauchten wir hier noch irgendeine Fee. Oh, wir können in die Katakomben gehen. Katakomben sind aber böse. Ich will nicht in die Katakomben. Nö, nö, nein, nein, danke. So, links achten, ob da irgendwas ist. Nö, aber da ist ja meistens irgendwas. Wir gehen Gefängnisdächer. Ja, ich glaube, die Gefängnisdächer gefallen mir auf jeden Fall sehr viel besser. Sehr viel besser. Ja, und wer nicht weiß, um was es bei How to Sell Drugs Online geht, könnte der Name zwar schon vermuten lassen, es geht da um ein Nerd und der verkauft Drogen online und zwar schnell. Guck mal, hier haben wir die neue Kraft. Stößt alle Gegner fort, gegen eine Wand, gesteuerte Gegner allein plus 103 Schaden. Taktik. Achso, ist das so eine Falle oder was? So. Ich hole mir aber erstmal den Boomerang. Glaube ich. Ich glaube, das ist eine gute Sache. So, wir modifizieren unser Ding auf Plus. Hier können wir leider immer noch kein Plus machen und hier auch nicht. Aber wir haben so wenig Geld, ey. Ohne Witz. Und was nehmen wir hier mit? Auf jeden Fall. Was ist denn innerlich tot? EP plus 50%. Klingt ganz nett. Nahrung heilt dich nicht mehr. Das klingt nicht so nett. Allerdings bringt uns Nahrung. Achso, Nahrung ist ja nicht diese Heilflasche. Ich glaube aber, ich gehe auf
Nekromantie, weil Nekromantie ist immer ganz nett. Heilt uns halt, wenn wir Gegner töten. So, schön. Und wir konnten uns leider wieder nicht voll heilen hier. Das ist immer ein bisschen kacke. Ich hoffe, nach den Gefängnisdächern, bevor wir zum Boss gehen, können wir nochmal unsere Flask voll machen, weil sonst weiß ich nicht, ob ich den ersten Boss besiege. Boah, ey, 12 Minuten und erst bei Gefängnisdächer, das ist wirklich mega langsam. Ich glaube, sonst bin ich hier immer bei 6 Minuten oder so. Oh nee, neue Gegner. Oh, warum denn neue Gegner? Das sind einfach neue Gegner. Ach, das waren diese Boba Fetts, ne? Oh nö, auf die habe ich ja gar keinen Bock. Nee, tschüss. Ich lasse das meine Doppelballiste und so machen. Das wird schon, Leute. Hier, stirb, stirb. Ey, die haben wirklich alles gemacht. Die haben mega gut. Und hier gibt's noch unsichtbare Gegner. Geil, die aus der ersten Ebene. Ja, die liebe ich ja richtig. Wow, ich liebe diesen geilen Schaden, die machen. Die machen nämlich Giftschaden. Das ist richtig geil. Ich liebe Giftschaden. Super gut. Ich glaube, unser Schwert ist ein bisschen schneller geworden. Dadurch, dass wir das aufgewertet haben. Lass mal nachgucken. Nee. Aber wir werfen jetzt eine Granate. Cool. Immerhin. So, hier. Und nimm das. Okay, das wird nichts. So, die fliegen über einen und dann machen sie so nach unten Attacke. Mega die Bastarde. Ich weiß auch immer noch nicht so richtig, wie man gegen die kämpfen soll. Aber vielleicht ist es ja eine... Oh, genau deswegen. Die treffen mich immer, diese blöden Säcke. Scheiß Kackdinger. Okay, ich muss sie auf jeden Fall heilen. Jetzt haben wir keine Flask mehr. Richtig bad, Leute. Richtig bad. Nein, bitte nicht treffen, sonst vergiftest du mich. Da habe ich keinen Bock drauf. Also, ohne Witz, wenn wir uns nicht heilen können... Scheiße. Vor dem nächsten Boss. Dann bin ich, glaube ich, sehr am Arsch. Ah, scheiß auf die Wand an. Kannst du bitte... Danke, einfach sterben. Jetzt muss ich mich auch tatsächlich ein bisschen konzentrieren. Dass ich hier nicht sofort sterbe. Ach was, die kommen da auch runter. Oh, man kann den einfach ausweichen, indem man eine Sidewall macht. Dann können sie ja nicht treffen. Aha. Okay, dann weiß ich jetzt zumindest so ein bisschen, wie man den ausweichen kann. Wieso lebt der Typ denn hier immer noch? Ohne Witz. Kriegen die auch in jeder Ebene einfach mehr Leben? Wieso ist so ein Typ schon hier? Oh mein... Ja, cool, dass ich hier nicht runtergehen darf. Mega gut, finde ich alles super geil. Ja, lass mich bitte in Ruhe. Meine Fresse. Die Gefängnisdächer habe ich auch irgendwie einfacher im Kopf. Ey, ohne Witz, ich habe keine Lust auf die. Hier, stirb, bitte, okay. Mann, ich habe die Befürchtung, dass wir gleich einfach sterben, weil ich keine Flas mehr habe. Oh Gott, ich sag's ganz offen, den habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Immer diese Jumpscares hier von diesen Kackdingern. So, ich gehe hinter dich, oder auch nicht. Mann, kann irgendwo Essen kommen? Ich bräuchte ein bisschen Essen. Ja, natürlich sind hier wieder zwei Gegner, warum auch nicht? I mean... Ist doch ganz nett, zwei Gegner haben. Bitte einfach eingefroren sein und sterben. Ich glaube, das war ganz gut, dass wir die auf jeden Fall ausgetauscht haben. Diese Crits, die wir machen, die sind wirklich mega gut. Mit jedem zweiten und dritten Hit. Und dadurch sind die auch halt mega häufig einfach gestunlockt durch diese Crits. Ich glaube, die sind auch so schon gestunlockt, oder? Whatever. So, oh Gott. Naja, eigentlich müssen wir einfach nur, nichts Dummes machen. Und dann heilen wir jedes Mal, wenn wir Gegner töten. Ist doch geil, Leute. Und zwar um 0, irgendwas Prozent. Ja, ja. Boah, voll angespannt bei diesem Spiel. Ich kann gar nicht frei kommentieren. Ich merke das richtig. Das ist so ein Spiel, wo man sich wirklich anstrengen muss. Das hab ich selten bei Spielen. Also ich meine, ich bin jetzt nicht der beste Spieler. Das will ich damit auch gar nicht sagen. Aber bei anderen Spielen kann man auf jeden Fall... Da muss man nicht die ganze Zeit sich anstrengen. Und ein bisschen fokussiert sein, dass nicht irgendeine Scheiße passiert. Aber wenn hier halt einfach so ein... Komm ich da hoch? Ja. Einfach so ein unsichtbarer Dude kommt und dich stunlockt und dir dann einfach 80 Millionen Schaden macht, dann bist du einfach tot. Das hat so ein bisschen Dark Souls Charakter. Wenn du da einen Fehler machst, dann bist du einfach gestunlockt. Die Gegner greifen dich dreimal an und du bist tot. Ist halt einfach so. Das ist hier auch so ein bisschen der Fall. So. Ich habe gesagt, wir gehen diesmal auf Lila, ne? Ja. Lila bringt hier auf jeden Fall mehr. Die haben ungefähr gleich viel Leben dazu gegeben. Aber Lila macht halt, wie gesagt, unsere Waffen auch noch stärker. So. Schöne Sache. Ich glaube, hier ist der Ausgang, wenn wir hier weitergehen. Ich glaube, der war nicht am Ende von dieser Ebene. Wenn ich mich recht entsinne. Okay, mega assiger Raum. Tschüss.
der da unten... Ach, guck mal, der greift sogar. Ah, der macht unsere Fallen kaputt, oder was? Ja, lol, das ist so ein Fallen kaputt macht, Typi. Was geht da bei ihm ab? Hilfe! Nein, 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 ich mag diesen Raum hier gar nicht. Ich flüchte, ich flüchte, ich flüchte, ich flüchte. Jupp, ich flüchte. Bitte lass mich in Ruhe. Ich verliere zu viele Leben. Scheiß die Wand dann. Lebt das Viech da drüben noch? Ja. Oh mein Gott. Oh, hier ist eine Wand. Bitte Leben, keine Leben. Ich. Boah, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so schön ist anzugucken, wenn man hier die ganze Zeit so richtig angespannt kommt und jetzt so, oh, bitte lass mich doch in Ruhe. Ich finde das alles kacke hier. Hilfe! Mann, kann ich... Ich glaube, ich brauche einen Senpai, der mir dieses Spiel mal erklärt. Hilfe! Rannik, gib mir Tipps für dieses Spiel. Du bist mein Senpai. Wie viele Bossteile hast du eigentlich, Rannik? Ich bin mir ziemlich sicher, du guckst hier. Sag mal, wie viele Bossteile du hast. Hast du schon drei? Boah, wir sind noch nicht mal beim ersten Boss. Wie lange soll denn dieser Part gehen? Wenn wir jetzt richtig weit kommen, dann dauert der Part halt 80.000 Minuten. Was ist da drüben noch? Guck mal. Wie kommt man denn da hin? Das ist einfach so eine weiße Pflanze. Hm. Weiß ich nicht, Leute. Lassen wir die weiße Pflanze sein lassen. Guck mal, noch ein Pergament. Und gehen einfach weiter. Überleben. Denn dadurch heilen wir uns auch immer mehr. Dank Nekromantie. Und das ist sehr wichtig. Was haben wir hier? Scharfschützenbogen. Auch ganz cool. Dann können wir eigentlich auf Distanz bleiben. Wenn wir dann aber in den Nahkampf gehen... dann haben wir halt schlechtere Karten. Ich verkaufe den. Obwohl der mega gut ist für Schaden und so. Wir könnten wahrscheinlich alles one-hitten. Ich hätte es mitnehmen sollen, Leute. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, Scharfschützenbogen der Stufe 4 hätten wir mitnehmen sollen. Hätten wir nie mehr Nahkampf machen müssen. Shit. Naja, wir haben zumindest ein bisschen Geld bekommen, aber ich bereue es jetzt einfach schon, dass ich den gerade verkauft habe. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. I don't know. Egal. So, wir gehen wieder auf Taktik auf jeden Fall. Unserem Leben geht's auf jeden Fall gut. Okay, danke. Jetzt geht's mein Leben gar nicht mehr gut. Genial. Genial, Dizzy. Sehr gut. Cool. Wie einem das auch einfach Milliarden an Leben abzieht. Toll. Munition steckt im Gegner fest. Nun. Was machen wir denn jetzt? Wenn ich da runterfalle, wenn er mich trifft, wenn überhaupt irgendwas passiert. Ja, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ein Croissant, danke. Oh Gott, okay, wenn wir einmal runterfallen, sind wir auf jeden Fall RIP. Das muss uns klar sein. In jedem weiteren Schritt, den wir gehen. Jeder Schritt kann der letzte sein. Ich glaube, wir müssen da runter. Okay, cool. Bitte stirb und... Hilfe! Wie viel heilen wir, wenn wir einen Gegner töten? Wir haben jetzt 330. Okay, nicht so wirklich viel. Wir haben zwei Gegner getötet, haben gerade mal 22 Leben dazu bekommen. Habe ich mir auch mehr drunter vorgestellt. Naja, die Masse macht's, nicht wahr? Scheiße. Los, komm her. Zack, zack, zack. Gott. Mega angespannt. Merkt man das, Leute, dass ich ein bisschen angespannt bin? Hier ist locker irgendwo wieder ein unsichtbarer Dude. Nee, zwei von denen. Auch nicht so nett. So. Willst du nicht meine komischen Teile hier lieber kaputt machen, als mich anzugreifen? Mein ganzer Körper. Ich zitter, Leute. Ich zitter einfach. Ich kann dieses Spiel nicht ab. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das mache ich garantiert nicht. Haben wir hier noch irgendwas Cooles? Hier waren wir schon. Okay, wie unnötig. Hey, wo sind wir jetzt? Hey, okay, das ist ja ultra unnötig. Was für ein unnötiger Kack. Ist hier bitte das Ende... Aber ich will ehrlich gesagt doch gar nicht gegen den Boss kämpfen, oder? Mit 400 Leben kriege ich den halt nicht tot. Boah, Leute. Können wir irgendwas machen? Kann man irgendwie Leben kaufen oder so? Dann hätte ich gern einen Shop. Finden wir hier vielleicht noch irgendwas? Münzen oder so? Nö, na gut. Oh, aber hier ist irgendwas. Ey, wir kriegen doch ein paar Münzen. Nett. Alter.
Nein, 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 wir sind tot. Wir sind tot, wir sind tot. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich bin so tot. Ich bin tot. Ich will hier weg. Tschüss. Sind wir vergiftet? Nee, okay, gut. Oh mein Gott, ey. Ich kann nicht mehr. Ich habe nur noch 95 Leben. Scheiße. Okay, da unten war aber nichts, ne? Okay. Noch leben wir, solange wir leben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch in diesem Spiel. Ja, nein, da gehe ich nicht hin. Kann ich einfach zum Ende kommen, bitte? Ohne zu sterben. Ich habe halt immer noch die Hoffnung, dass wir eventuell geheilt werden. Nach dieser Ebene. Guck mal. Hä, wieso wurde der denn jetzt hier die ganze Zeit getroffen? Das war richtig knappi. War da oben noch? Das ist so ein komisches Viech, das mega assig ist. Auch nicht so geil. Kommt der hier runter? Kann er sich teleporten? Hoffentlich nicht. Kommt er da einfach angejumpt? Wow! Ja, ich habe noch 20 Leben. Easy, hallo, ich lebe noch. Mann. Nope. Ich bin tot. Nope, okay, cool. Okay, da geht's anscheinend auch nicht weiter. Wo müssen wir hin? Verfolgt er uns jetzt die ganze Zeit? Oder halt echt. Ist klar. Ey, ist das sehr selten? Zumindest selten. Ein seismischer Schlag, das klingt gut. Ja. Das klingt wirklich, wirklich gut. Wir finden hier aber zumindest ein paar neue Gegenstände. Wenn nicht das Schlechteste. Jo, gleich zwei von denen, alles klärchen. Wenn es weiter nichts ist. Die machen das auch. Ach nee, ich stehe nur nicht genug dran. Ah, dann machen diese Boba Fetts die Dinger wahrscheinlich auch nicht kaputt. Ich stand einfach nur nicht nah genug dran. Ja, Leute, tut mir leid, dass wir jetzt hier ein bisschen auf Safety gehen müssen, aber ich sterbe halt einfach mit jedem nächsten Hit. Hier oben ist, glaube ich, gar nichts. Wir müssen also da links irgendwo rein. Nach unten. Wollte ich das auch im Kopf, to be honest. Heißt, wir müssen hier runter. Aber da sind so viele Gegner. Los, mach dein Stuff und töte die alle. Oh, ich glaube, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich da runtergehe. Hui! 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 Huia! Chakaboom! Bau, bau! Nope. Oh, komm! Ach, wir haben ja noch dieses Ick da. Blablabla. Stimmt. Okay, na immerhin. Und ich bin trotzdem tot. Nein! Man verliert sein Ding da? Seine. Wie nennt man das? Halt, dass man diese Sterne hat. Oh nein, wir haben die seltenen Entwurf. Wir haben die Blaupause verloren. Boah. Aber ich glaube, so weit bin ich mit zwei Bosszellen tatsächlich noch nie gekommen. Weiß ich nicht, Leute. Habt ihr Tipps für mich, wie ich das einfacher machen kann? Ich finde, ich habe mich jetzt gar nicht so schlecht angestellt. Oh, der nächste One kann auch gut werden. Mit diesem Einfried-Ding. Ich hätte, glaube ich, diesen einen Bogen da mitnehmen sollen. Diesen Scharfschützenbogen. Der wäre, glaube ich, ganz gut gewesen. Nun. Gut, dann war's das mit dieser Folge. 30 Minuten, das ist okay. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt, ich werde es vielleicht jetzt in nächster Zeit öfter spielen, dann abonniert den Kanal und ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.